Servus, da ist wieder der Andi von Blue Bottle. Jetzt nach längerer Pause habe ich es mal geschafft, mal wieder ein Video zu drehen und ich habe ein interessantes neues Thema. Sorry für die lange Pause, aber nein, keine Zeit gehabt und heute jetzt nichts Neues gegeben. Wir sind wieder im Blue Bottle Proberaum, inzwischen mit neuer Kamera, mit der Panasonic Lumix G6. Ich hoffe, dass jetzt die Videoqualität und hoffentlich auch die Tonqualität jetzt deutlich besser wird. Und zwar geht es heute um einen Test des JetCity Jettenuators, ein sogenanntes Power Soak. Und ich hoffe natürlich, dass das macht, was ich will. Kurzer Hintergrund, warum ich mir einen Power Soak gekauft habe und was es ist. Ein Power Soak schleift man zwischen Verstärker und Endstufe. Hier, das ist mein Hughes & Kettner Statesman Dual 6L6, 60 Watt Vollröhre, zwei Kanäle, Overdrive-Kanal und Clean-Kanal. Und das Power Soak hängt man quasi zwischen zwischen Endstufe und Lautsprecher. Und das nimmt quasi Energie auf, wandelt es in Wärme um. Und der Lautsprecher gibt quasi den voll angezerrten und vollen Endstufensound wieder bei, so soll es jedenfalls sein, bei keinerlei Soundverlusten. Ich habe nämlich das Problem, dass ich das Ding leider nie live total ausfahren kann. Die Tontechniker, die mucken immer, weil vor allem mein Clean-Kanal so dermaßen laut ist, dass ich den nur immer irgendwie so in dem Bereich gerade halt ankratzen kann. Sonst ist die Tontechniker immer schon zu laut und da, wo der Clean-Kanal halt mal richtig geil wird, das ist halt eher mal so in dem Bereich. Aber das ist so unerträglich laut, das werde ich jetzt halt gleich demonstrieren, dass es einfach nicht mehr feierlich ist. Und ich habe halt kein generelles Master-Volume bei dem Amp. Ich habe zwar hier ein Master für den Overdrive-Kanal, aber ich habe jetzt kein generelles Master für den gesamten Amp. Und das soll jetzt das Power Soak der Jettenuator lösen. Jo, bevor es jetzt hier ins Unpacking geht, ich habe selber noch mal reingeschaut, möchte ich einfach mal schnell demonstrieren, warum es nötig ist und wie laut eigentlich der Verstärker ist. Ich habe jetzt da mal einen kleinen Versuchsaufbau gemacht. Mein Smartphone dient jetzt als Dezibelmesser. Das ist jetzt halt super toll, weil das hat halt irgendwann einmal Obergrenze und dann geht es immer weiter mit der maximalen messbaren Lautstärke. Ich habe jetzt mal eine ganz normale Strato geschlossen, drei Single Coils. Verstärker ist warm. Und jetzt möchte ich einfach mal demonstrieren die Lautstärke vom Verstärker. Ich drehe Gitarre auf. Also jetzt ist er noch ganz zu. Wir sind im Clean-Kanal, da habe ich jetzt einmal den Punkt markiert. Da finde ich den Sound eigentlich ganz cool. Ja, ich mache jetzt einfach mal das E. Wir sind auf dem Halstonabnehmer. Also jetzt fängt er zum Leben an. Jetzt ist er schon wirklich ordentlich laut, zerrt aber noch nicht. Ihr habt es vielleicht an die Pegelausschläge gesehen. Es ist jetzt mördermäßig laut und zwar so laut, dass man da jeder Tontechniker und alle Bandmitglieder ins Knack springen, wenn ich den bei der Probe oder beim Gig so laut auftrage. Es geht natürlich nie. Es ist schade. Und das Problem soll eben der Jettenuator lösen. Also ich möchte ungefähr in dem Bereich vom Volume bleiben. Also da, wo die Strat, die ich meistens eine clean spiele, so wieder mit Kunze, also also jetzt habe ich schon
ordentliches Drumming. Und es ist noch clean. Und das will ich. Aber es ist eben zu laut. Und jetzt schauen wir mal, ob der Chat-Generator das Problem lösen kann. Lang genug geschwafelt, jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt packen wir das Ding mal aus. Chat City Chatenuator. Das Ding kommt aus China. Das heißt aber Designed by Soldano. Also schauen wir mal. Ja, ganz einfache Schachtel. Kostet irgendwie so 150 Euro im Internet. Und jetzt schauen wir mal rein. Bedienungsanleitung. Englisch. Alles auf Englisch. Okay. Wir sollten mit dem Ding klarkommen. Also das Teilchen ist erstaunlich klein. Also ich habe es mir jetzt noch sogar noch größer vorgestellt. Nach den Fotos so im Internet. Ja, schön handlich. Also die Farbe ist ja deutlich dunkler als im Internet. Das ist ja so richtiges Marineblau. Also im Internet hat es viel dunkler ausgeschaut. Ja, gutes Gewicht, macht einen soliden Eindruck so aufs Erste. Das ist die Front. Wir haben quasi hier das, was ich brauche, das Line Level, also Entschuldigung, die Einstellung des Power Soaks, also wie viel die Lautstärke gedrückt werden soll von, ich glaube, Minimum ist minus 3 Dezibel Minimum, also das hat keinen True Bypass sozusagen. Es macht bei 0 schon minus 3 dB und geht halt dann stufenlos weiter. Also das fühlt sich jetzt so leicht gerattert an, wenn ich das drehe, aber ganz, macht einen ganz griffigen Eindruck. Ja, hier von der Seite, andere Seite, alles Metall, Gummifüße, überall diese Lüftungsschlitze, das Ding entwickelt der Hitze, das muss ja die überschüssige Energie irgendwo hin transportieren. Und hier ist die Rückseite. Wir haben hier Input, also eigentlich ist das Ding ganz einfach. Input vom Amplifier, also hier schließt man Verstärker an, entweder 4 Ohm, 8 Ohm oder 16 Ohm, also hier kommt die Endstufe rein. Und dann geht man entweder raus in den Speaker, in den eingebauten, oder in die Box, 412 oder was. Und was das Ding eben auch kann, es hat auch ein Line-Out. Ich glaube, da steht jetzt hier Mixim, ich kann auch mit dem XLR rausgehen. Ich glaube auch, dass der Line-Out eine Mixim-Relation hat, ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Wenn ich das hier als Mixim rausschicke mit dem XLR, dann ist das quasi wie eine DI-Box. Und das Line-Level, das regle ich eben mit diesem Chicken-Head-Potty. Brauche ich jetzt erstmal nicht. Mir geht es eigentlich eher um die Funktion. Ich dachte mir aber, ist ja nice to have, wenn man nur diese quasi die DI-Funktion nur mit dabei hat und den Line-Out. Vielleicht braucht man sie irgendwann einmal. Und alle anderen Power-Soaks, die es so gibt, sind deutlich teurer. Also das ist jetzt so der billigste. Der billigste Power Soak oder einer der billigsten gewesen, wo ich so gesehen habe. Es gibt da im Internet so Selbstbausätze oder das heißt Selbstbausätze, Anleitungen zum Selberbauen. Da ist es ja technisch nicht viel dahinter. Also wer sich da rantraut, ich glaube, es ist ja nicht so schwer. Aber mir hat das Ding jetzt einfach mal interessiert. Vor allem haben wir nächste Woche wieder einen Kick und da wollte ich jetzt einfach mal das testen. Nur eine Anmerkung: Das Ding braucht keinen Strom, weil es hat er keine LED und sonst gar nichts, es nimmt der Bus die Energie weg. Jo, und dann werden wir das Ganze jetzt mal testen. So, auf den ersten Eindruck bin ich schon mal sehr zufrieden. So, ihr seht mich. Ja, jetzt geht es erstmal ans Anschließen. Diese Verstärkeroberfläche spiegelt ziemlich. Ich hoffe, man kann trotzdem das Wesentliche erkennen. Vielleicht nochmal ein Hinweis zum
ja, zu dem Mikrofon an der Kamera. Das ist von der Qualität ganz gut. Aber das ist ja wie ein Kompressor quasi. Also wenn man einen Verstärker lauter aufdreht, die Kamera gibt es quasi immer in der gleichen Lautstärke wieder. Also ihr hört es im Video halt immer gleich laut, auch wenn es hier im Proberaum halt mörderlaut ist. Oder halt ganz leise. Das kommt auf dem Video einfach nicht so rüber. Ist einfach so. Ja, hier ist der Jetenuator. Hier liegen ein paar Kabel und jetzt geht es mal ans Anschließen. Hier kommt das Lautsprecherkabel von den eingebauten Lautsprechern raus. Da sind zwei 12 Zoll Rock Driver Speaker drin. Und wir müssen jetzt quasi zwischen den Lautsprechern und meiner Endstufe vom Verstärker müssen wir jetzt den Jetenuator schalten. Das kommt hier raus, 16 Ohm. Da gibt es jetzt schon mal ein Problem. Wenn ihr auch sowas anschließen müsst, müsst ihr das einmal kontrollieren. Ich habe das jetzt, wenn ich jetzt versuche, das Kabel rauszuziehen, hier oben anzuschließen, ist mein Kabel zu kurz. Das ist schlecht. Es gibt da aber Lösungen dafür. Also ich schiebe das jetzt mal wieder ein bisschen rein. So. Bei der 412 Box ist das kein Problem. Da muss man sowieso immer mit dem Boxenkabel dazwischen gehen. Ich habe jetzt hier mal so ein Verlängerungskabel gehabt. Das hat dann da am einen Ende hat's einen Klinkenstecker und am anderen Ende hat es quasi einfach so eine Buchse. Das ist so ein Lautsprecher-Verlängerungskabel, Stereo, geht aber auch für Mono. Da legt ihr dann einfach den äußeren Ring, legt ihr dann auch auf Mono. Den zweiten Ring legt ihr dann auch mit auf Masse. Ist ganz praktisch so ein Kabel. Kann man jedem empfehlen, wenn er mal auf der Bühne oder was irgendein Instrumentenkabel zu kurz ist oder was, kann man damit einfach verlängern. Und wenn man sich da so einen Adapter dazu, einen Klinkenadapter dazu kauft, hat man ein ganz normales Klinkenkabel. Jo, das schließe ich jetzt quasi hier dazwischen. Also ich schließe quasi den Lautsprecher am einen Ende an. Und das andere Ende, ich schiebe das jetzt mal, ich habe mir das so gedacht, ich schiebe das da rein, da ist es aufgeräumt. Schiebe das auch wieder da rein, damit das da ein bisschen ordentlich ist. Und das andere Ende muss eben jetzt in den Jetenuator. Hier steht Input vom Amplifier, 16 Ohm. 16 Ohm schließen wir hier an. Das ist Nummer 1. Ganz wichtig, niemals Röhrenverstärker ohne angeschlossene Box betreiben, das verkraften die Dinger nicht. Ja, und jetzt müssen wir natürlich noch den Verstärker, die Endstufe noch anschließen. Jetzt steht hier, jetzt habe ich es schon falsch gemacht, Entschuldigung. Ja, Vorführeffekt. Also hier. Das ist das Ende vom Speaker jetzt. Das kommt natürlich in Speaker Out. So, zack, Speaker Out. Also aufpassen beim Anschließen. Und jetzt kommt Output vom Verstärker, 16 Ohm. Das ist ein Boxenkabel hier. Und das Boxenkabel kommt jetzt hier. Input vom Amplifier auch in 16 Ohm. Also es geht jetzt aus der Endstufe raus. Geht von 16 Ohm auf 16 Ohm. Geht aus dem Jetenuator in den Speaker Out und das geht jetzt hier in den Speaker. Und somit ist er eigentlich schon richtig angeschlossen. Steht hier schön stabil mit den Gummifüßen oben drauf. Und jetzt testen wir mal die Funktion. Jo, Verstärker läuft. Ich habe immer noch mein Strat angeschlossen. Jetenuator ist jetzt dazwischen geschaltet. Bevor wir jetzt nochmal auf die Vorderseite kommen, vielleicht nochmal zur Rückseite. Zu den Funktionen. Also ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut, also die Mic Simulation, die läuft wirklich nur auf dem XLR-Ausgang. Also das ist quasi wie ein DI-Ausgang, da kann man quasi direkt kannst ins Mischpult reingehen. Ist dann Boxensimulation dabei. Und der Line-Out, den man an der Front regeln kann, da ist keine Mic Simulation dabei, da kann man dann quasi halt, was weiß ich, nur einen zweiten Verstärker oder Effekt-Rack oder einen Monitor oder sonst was ansteuern. Und den kann man eben den Line mit dem regeln, aber der Regler hat jetzt bisher keine Funktion, weil ich brauche nicht. Es geht jetzt um die Funktion des Power Soaks, das ist der Regler.
Verstärker ist immer noch genauso eingestellt wie vorher. Der Volume ist da, wo ich gesagt habe, da finde ich ihn geil. Der Geilpunkt, der G-Punkt. Das ist jetzt hier auf 9 aufgedreht. Das heißt quasi Maximum Lautstärke bisher. Heißt aber in dem Fall vom Attenuator schon minus 3 dB. Also der zieht gleich am Anfang bei maximaler Stufe minus 3 dB ab. Ich spüre jetzt mal das gleiche Lied wie vorher. Da kann man mal schauen, ob es jetzt einen Soundunterschied gibt. Okay, ich gehe auf die anderen 200 DB. Keinen großen Lautstärkeunterschied. Und jetzt testen wir mal die Soak-Funktion. Also ich werde jetzt einfach mal die Lautstärke quasi am Power Soak runterdrehen. Ich schlage jetzt einfach mal einen Akkord an. Ja, das ist jetzt eben die Sache. Ihr kriegt es auf der Kamera oder im Video nicht so mit, wie ich das halt hier im Proberaum miterlebe. Aber ihr merkt es jetzt aus. Also jetzt wird alle Energie aufgesogen. Jetzt haben wir so, sagen wir mal, Zimmerlautstärke. Jetzt sind wir bei unter 1, jetzt gehen wir mal zu 2. Gehen wir gleich zu 5. So, jetzt glaube ich, sind wir so ungefähr auf Probelautstärke. Also ich denke mal, so in der Lautstärke so werden wir proben. Also macht ja einen ganz guten Eindruck. Ich gehe jetzt mal auf den Overdrive. Also ich habe vor, meinen Drive-Channel so eingepegelt, dass er mit dem Master so laut ist wie der Clean-Kanal, dass das schon mal vom Verhältnis zusammenpasst. Rumgeklimpert, aber einfach mal zum Testen verschiedene Sounds. Natürlich merkt man physisch, was ist das was anderes, wenn ich das aufgedreht lasse oder wenn ich es runterlege, weil einfach hier weniger Druck und weniger Luft bei mir kommt. Aber vom Sound bin ich jetzt so eigentlich ganz zufrieden und ihr hört es im Video dann noch viel mehr, weil eben ja das komprimiert ist und immer auf dem gleichen Lautsprecherpegel bei euch ankommt. Testaufnahme ohne Attenuator. Ich gehe mal weiter weg, weil sonst hört man nur die akustische Gitarre.
Jetzt Vergleichstest mit Shatenuator. Ja, ich gebe zu, ich habe ein bisschen geschummelt, also ihr habt es vielleicht gesehen. Der Shatenuator ist jetzt bei dem AB-Vergleich woanders gestanden. Diesen AB-Vergleich habe ich gestern Abend aufgenommen, also ich filme dieses Video auf 2 Tage verteilt. Ich habe gestern Abend ein bisschen gefilmt und jetzt mache ich halt weiter oder habe halt jetzt weiter gemacht. Ich habe mir jetzt meinen Master vom Drive Channel noch weiter aufgerissen und habe mir den Punkt, wo ich es jetzt am geilsten finde mit der Les Paul, was ja meine Hauptgitarre ist, einmal mit so einem kleinen Stück Capband markiert. So finde ich es jetzt eigentlich ganz cool. Gain habe ich einmal markiert und ja, EQ muss man immer ein bisschen aufpassen. Jo, ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr zufrieden bisher. Der Shatenuator wird natürlich warm beim Betrieb, weil er muss ja die Wärme ja irgendwie ableiten. Mit der Power-Soak-Funktion bin ich zufrieden. Beim AB-Vergleich, ich habe hier das Gefühl gehabt, dass er mir ein bisschen Höhen wegnimmt. Aber wenn man sich dann auf dem Video anschaut, dann merkt man es eigentlich fast gar nicht. Ja, ich werde jetzt mal kurz ein bisschen rumstöpseln und einfach mal nur diese Mix-Simulation ausprobieren. Ich schließe jetzt einfach mal den Shatenuator über den XLR-Ausgang hinten an die PA an und dann machen wir mal auch da einen AB-Vergleich und schauen wir mal, wie sich das so verhält. Jo, ich habe jetzt mal den Shatenuator verbunden mit unserer schrottigen Proberaum-PA, die ist nicht gerade der Hit, aber jetzt so für einen kurzen Test wird schon down. Ich habe die Kamera jetzt mal so mittig im Proberaum gestellt. Ich habe den Halstonabnehmer, habe ihn gesplittet, damit wir einen schönen Clean Sound haben. Man hört jetzt die PA ganz leise, also ich habe das Mischpult jetzt so runtergeregelt, aber ein bisschen was kommt trotzdem durch. Aber das wird jetzt gleich vorbei sein, ich drehe jetzt den Shatenuator wieder auf. Jetzt kommt quasi der Amp Sound. Quasi der Amp Sound, den Shatenuator ungefähr auf 4, also so gute Lautstärke. Ich drehe jetzt mal kurz die PA auf. So, jetzt ist die PA aufgedreht am Mischpult. Wenn ich jetzt spiele, hört man jetzt nur die PA. Der Shatenuator ist auf 0, ging quasi als Loadbox jetzt im Moment. Saugt die ganze Energie auf und gibt das Signal mit Mix Simulator jetzt an die Boxen weiter. Also es ist sehr leise. Ich weiß nicht, was mit unserer PA halt los ist, aber die spinnt halt irgendwie. Keine Ahnung warum, sorry. Es sind ja leichte Verzerrungen drin, die hier nicht sind, wenn ich aufdrehe. Also, ja, das liegt einfach an unserer PA, die ist einfach nicht so der Hit und naja. Jetzt können wir mal nochmal einen AB-Vergleich machen. Ich spule jetzt einfach mal wieder so einen A-Akkord und drehe einfach mal hier auf, dann können wir mal den Sound vergleichen. Besser, oder? Naja, das muss jeder selber entscheiden, glaube ich, ob er diesen DI-Sound mag und brauchen kann. Jetzt mal noch verzerrt. Ich drehe mal schnell das Mischpult wieder ab.
bisschen was kommt wieder durch. Also jetzt hier Verstärker-Sound, jetzt mit der meiner Lieblingsmaster einstellen. Jetzt kommt der Mischpult-Sound mit Mix Simulation. Machen wir wieder einen Vergleich. Also ich finde der Mischpuls, also der die iBox-Sound, das ist so ein bisschen transig, wie so ein Transistorverstärker. Ja, ich weiß nicht. War noch nie so der die iBoxen-Fan, aber ob das jetzt gut ist oder schlecht, ein schlechter DI-Sound, keine Ahnung. Vielleicht kannst du auch noch andere brauchen, ich glaube, ich werde es jetzt eher mal nicht brauchen. Ja, kurzes Schlusswort. Also ich habe mir jetzt gerade nochmal das angeschaut, was ich gerade aufgenommen habe, also diesen AB-Vergleich von der DI-Box, von dem DI-Boxen-Sound mit dem Verstärker-Sound. Und ich muss sagen, wenn man sich das Video anschaut, so wie es ihr jetzt gehört habt, da sind die Unterschiede viel, viel geringer als hier im Proberaum. Das ist echt der Hammer. Also ich habe auch schon ganz viele so YouTube-Videos angeschaut, wo man sich immer denkt, ja, ist irgendwie sehr ähnlich und die reden immer, dass es in Wirklichkeit ganz anders ist. Also es ist wirklich so, hier, wenn man hier im Proberaum ist, dann da empfindet man den ganzen Soundvergleich jetzt vom Verstärker und zur PA, zu dem DI-Boxen-Sound, total krass unterschiedlich und auf der Aufnahme im Video ist fast ähnlich und man muss sagen, man kann fast meinen, der DI-Sound ist besser als der Verstärker-Sound. Da, das liegt halt einfach irgendwie an der Aufnahmetechnik in der Kamera. Das ist echt witzig. Vielleicht scheißen dann einfach die Ohren, wenn man da im Proberaum ist und einfach den Schalldruck vom Verstärker hat. Das ist halt einfach physisch vielleicht was anderes, wie dann das bisschen, was aus der PA rauskommt. Keine Ahnung, an was liegt. Könnt ihr mal Kommentare schreiben, was ihr meint. Ja, also ich werde das Ding auf jeden Fall jetzt mal behalten, den Chattenuator. Bin jetzt so zufrieden. Nächsten Freitag gibt's Gig. Da werde ich gleich mal testen. Morgen gibt's Probe, da werde ich ihn auch testen. Und hoffe, dass ich dann meine Bandkollegen und Tontechniker mal ein bisschen befrieden kann und mich gleichzeitig auch mit befrieden kann, weil ich einfach mit meinem geilen Sound, aus meiner Sicht, geilen Sound, so wie er mir halt einfach gefällt, mit meinen Verstärkereinstellungen einfach mal in einer moderaten Lautstärke wiedergeben kann. Sag danke fürs Zuschauen. Wir werden uns wiedersehen. Ich werde jetzt dann mal noch ein Video drehen über mein Effektboard. Und ja, schaut einfach wieder rein. Rock on!